Hallo und willkommen zu meinem ersten Video jetzt zur Entgiftung, zu der Entgiftungs-Challenge, wenn man sozusagen sagen kann. Leider Gottes habe ich das Video schon komplett eben fertig gedreht gehabt und irgendwie ist es gerade gelöscht. Ich frage mich nicht wie, aber es ist irgendwie weg. Das ärgert mich natürlich sehr, aber ich spreche das natürlich gerne nochmal meine Erfahrung und den ersten Tag mit euch mit. Ja, ich wollte eigentlich gestern Abend für euch das Video noch drehen. Aber die Reaktionen, die waren so heftig, sodass ich im Prinzip das gar nicht machen konnte. Deswegen habe ich das auf morgen verschoben. Und je nachdem, wie die Tage so werden, finde ich das morgens vielleicht ganz gut. Die Lichtverhältnisse sind demzufolge auch ein bisschen besser, sodass ihr mich auch besser erkennen könnt. Im Dunkeln ist das denn der Kamera doch teilweise recht schwierig. Okay, ja, wie war der erste Tag für mich? Der erste Tag war eigentlich soweit ganz in Ordnung. Ich hatte ja 12 Uhr gegen 12 das letzte Mal etwas gegessen, bis 14 Uhr hatte ich Zeit, es war so gegen 12 bis 1 hatte ich das letzte Mal was gegessen, hatte ja in den Vortagen schon angefangen mit Entgiftung, das war mir ganz wichtig und das hat schon, glaube ich, sehr gut dafür gesorgt, dass insgesamt der Verlauf ganz, ganz anders war. Ja, und ich hatte dann schon in dieser kurzen Zeit, weil ich schon so relativ wenig gegessen hatte, immer wieder das so Heißhunger auf bestimmte Sachen, so ich weiß nicht, ob ihr das von früher so kennt. Ich hatte irgendwie Bock auf denn irgendwelche von Kindheitserfahrungen, irgendwelches Essen, Eis und auch Essen, viele Milchprodukte, Brote, weil was ich, also Dinge, die ich sonst nicht so esse, von Blockhaus und geiles Baguettebrot und ich hatte so auf unterschiedlichste Sachen irgendwie Appetit, das war ziemlich verrückt, aber auch irgendwie ganz geil, weil 5 Minuten später hatte man dann schon wieder fast neues Hunger. Naja, auf jeden Fall lief es dann so ab, bis 17 Uhr habe ich dann begonnen mit der eigentlichen ersten harten Entgiftung und diese habe ich einmal mit Bio-Zitronen, mit richtig schönen großen Bio-Zitronen gemacht und einmal Rizinusöl. Das Ganze habe ich miteinander kombiniert. Dafür habe ich pro Kilogramm, also nee, wir machen mal eine einfache Rechnung, wenn ihr 100 Kilo wiegt, habe ich 100 Milliliter Rizinusöl verwendet und dann nochmal mal 2 mit dem Zitronensaft, also 200 Milliliter Zitronensaft. So könnt ihr das, wenn ihr das selber ausprobieren wollt, als einfache Rechnung nehmen, pro Kilogramm sozusagen und dann das Ganze mal 2. Ja, das sind ungefähr so 3 bis 4 Zitronen und dann das jeweilige Rizinusöl dazu, sodass ihr so eine grobe Anpeilung habt, wie viel Zitronen ihr auch kaufen müsst. Genau, habe ich um 17 Uhr eingenommen und dann dachte ich schon, oh, das geht jetzt gleich los. Dem war aber nicht so. Es hat ein bisschen gedauert. Ich habe dann schon so ein Stückchen auch gewartet und dann die erste Stunde verging, ist nichts passiert. Die zweite Stunde dann auch, fing ein bisschen so Bauchkribbeln dann schon an. Und dann dachte ich schon, wer weiß, vielleicht vorher schon entgiftet, vielleicht wird es nicht so stark. Ja, Pustekuchen dann ab. Circa 22, 23 Uhr rum ging es dann los. Mit einer extrem harten Magen, also mit extrem harten Magenkrämpfen. Ich habe das ja schon mal gemacht gehabt und ja, mir war klar, okay, man weiß, wo die Reise hingeht. Also die Magenschmerzen waren wirklich extrem und dann fing dann ungefähr eine halbe Stunde bis Stunde, fing dann die Ausleitung an. Und die Ausleitung im Darm, das war schon wirklich extrem heftig, so wie ich es ein Stückchen auch in Erinnerung hatte. Und natürlich auch durchgehend jetzt seitdem mit Kopfschmerzen geplagt und das habe ich aber gestern schon, weil die Entgiftung insgesamt schon etwas eher ja eingeleitet wurde. Und Kopfschmerzen habe ich sonst nie, aber ich merke daran auch, wie sich jetzt verschiedenste Schwermetalle und parasitäre Art, was auch immer, also dass sich viele Dinge lösen, das merkt man einfach, ja. Und da ja die Schmerzen, Kopfschmerzen und ganz groß sind, das gilt es natürlich dann aber trotzdem auszuhalten, weil jetzt irgendwie auf Medikamente oder sowas, das wäre natürlich total kontraproduktiv. Das heißt, wenn, dann müsst ihr da ein bisschen die Zähne zusammenbeißen und einfach durch. Ja, das Ganze hat sich dann durch die Nacht so ein Stück durchgezogen. Es war wirklich mega heftig und ich bin dann irgendwann auch vor Erschöpfung sozusagen eingeschlafen und bin auch nicht in einem vollgeschissenen Bett wach geworden. Also das hat zum Glück gepasst, aber es war dann irgendwann sehr, sehr spät in der Nacht auch. Und ja, hat aber soweit alles sehr, sehr gut geklappt. Heute Morgen dann auch gleich aufgestanden und dann direkt aufs Klo gerannt.
Ja, also das zieht sich jetzt heute wahrscheinlich auch noch bis zu dem Mittag oder den Vormittag so ein Stück mit rein. Das ist aber, wie gesagt, vollkommen normal. Ja, was kann man noch sagen? Ich habe, da ich ja eine Komplettentgiftung nach einem eigenen Konzept von mir erstellt habe, habe ich ja die vorherigen Tage, wie ich das schon erwähnt habe, habe ich mit Chlorella und mit Koriander und Bärlauch arbeite ich dann. Es hat folgenden Hintergrund: Der Koriander löst die Schwermetalle und Giftstoffe im Körper, auch im Gehirn, also Blut-Hirn-Schrankenmäßig wird das durchbrochen. Der Chlorella zieht die ganzen Giftstoffe an und Bärlauch verkapselt das Ganze, dass das auch über den Darm ausgeschieden wird und nicht wieder zurück wird, weil die Schwermetalle wollen ziemlich lange und ziemlich gerne in unserem Körper bleiben. Und man wundert sich, was die vielleicht auch für eine Fähigkeit haben, sich an uns zu binden sozusagen. Demzufolge habe ich das die Vortage ja schon alles eingebaut, ungefähr 5 Tage vorher. Und habe das, weil ich das immer abends nehme, weil das da am meisten sinnig ist wegen Nahrungsaufnahme, habe ich das auch diesen Abend, ich wollte es erst nicht, trotzdem aber auch gemacht, also jetzt im letzten Abend. Und die Entgiftung, also das Ganze wurde dann natürlich noch um einiges schlimmer, weil man musste auch viel Wasser trinken. Das heißt, scheut euch aber nicht davor, wenn ihr jetzt diese Rizinus-Zitronensaft-Ausleitung macht, trotzdem viel Wasser zu trinken. Natürlich werden die Magenschmerzen nun viel, viel schlimmer und die Ausleitung im Darm wird auch mehr. Aber das ist ja das, worum auch hin will. Und wenn man nur ein kleines bisschen denn was trinkt, das macht ja relativ wenig Sinn, wenn wir eine Ausleitung des Darms haben wollen. Ja, genau. Ja, das habe ich soweit ganz gut vertragen. Morgens sieht es bei mir so aus, dass ich, um das elektrolytmäßig auszugleichen, ich eine Salzsohle vorbereite oder schon vorbereitet habe. Die trinke ich dann früh morgens, also früh morgens ein Glas Salzsohle, was natürlich auch den Darm dann anregt und auch wieder dafür sorgt für Ausleitung. Aber der Körper ist dann erstmal wieder mit Mineralien versorgt. Und gleichzeitig verwende ich ebenfalls noch dieses Produkt. Vitabiosa ist eigentlich für danach gedacht, weil es ein Probiotikum ist und uns mit probiotischen Kulturen, fermentierten Wildkräutern sind da drin enthalten, das damit versorgt, was den Darm natürlich wieder reinigt und ausheilen lässt sozusagen. Aber das macht im Nachhinein ein bisschen mehr Sinn. Ich baue es jetzt trotzdem vermehrt ein. Ich habe sowieso ein riesen Pamphlet jetzt für die ganze Reinigung ausgegeben und ich dachte mir, jetzt schon unterstützen den Darm bei so einer Radikalkur, jetzt schon zu unterstützen ist okay und ich habe da extra eine 1 Liter Flasche geholt und die reicht locker für die 2 Wochen und noch weiter darüber hinaus, sodass man von dem Probiotikum auf einer vielseitigen Art profitiert. Solltet ihr das nicht wollen, könnt ihr natürlich auch 500 Milliliter euch kaufen, das passt auch. Okay, das war's dazu. Was ich auf jeden Fall noch für euch ansagen möchte, ich werde das nur in dem Video jetzt ansagen, nicht in den weiteren, weil, oder... Es macht jetzt nicht so viel Sinn, sich das ständig zu wiederholen. Ich möchte bloß mal erwähnen, ich werde für euch alle, falls die Fragen wieder aufkommen, alle Mittel, die ich für meine Entgiftung verwende, werde ich euch unten in die Infobox reinpacken, sodass ihr nachschauen könnt, wenn ihr zum Beispiel irgendwas interessant ist, ah ja, Rizinusöl, Zitronensaft, das fand ich jetzt interessant, Chlorella jetzt vielleicht nicht so, so könnt ihr nachschauen und könnt vielleicht unterschiedlichste einzelne Sachen ausprobieren. Und wie gesagt, es muss keiner hier so eine Radikalkur machen. Das muss nicht sein, aber ja, wie gesagt, wenn ihr einfach da Lust und Interesse habt, könnt ihr dazu gerne reinschauen. Okay, das war's mit dem Video, hat mich gefreut und ja, ich kann nur sagen, wir sehen uns morgen. Bis dahin!